Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch wie immer, wie ihr die Mastery Challenge im Kalevar Außenposten in Gold abschließen könnt. Und da fangen wir heute an mit der Rabenprüfung. Ich habe euch sonst alle anderen Prüfungen hier in die Playlist mal gepackt. Schaut da gerne mal rein. Und da würde ich mal sagen, jumpen wir mal rein ins gute Game. Das ist wirklich eine sehr einfache Prüfung. Hier müsst ihr 4 Truhen plündern, 13 Gegner einschläfern und unentdeckt bleiben natürlich. Ganz easy. Warum das easy ist, weil alle Gegner, wo ihr vorbeikommt, die müsst ihr einschläfern, sonst kommt ihr gar nicht zum Ende. Und das sind insgesamt auch 13 Gegner. Das ist dann schon mal erledigt. Die Truhen, die kann man übersehen. Also eine kann man übersehen. Das werdet ihr aber im Gameplay dann sehen. Und sonst eigentlich zeige ich euch hier, wie es abläuft. Prinzipiell, ihr habt keine versteckte Klinge. Also alle einschläfernden Gegner, die ihr da auf dem Boden liegen habt, die könnt ihr nicht töten, nur mit einem Stampfer aufwecken, aber das bringt euch nichts, deswegen schaut euch hier gerne mal das Gameplay an. Wichtig ist auf jeden Fall, die Leute immer in Gruppen zu eliminieren, also wenn sie zum Beispiel nebeneinander stehen, das ist am effektivsten, und dann natürlich, was vielleicht passieren kann, ist, dass irgendwie ein Gegner separat ist auf einmal, ein bisschen abseits steht von der Gruppe, ihr die Gruppe einfach abschießt und dann werdet ihr zum Beispiel auch hier, wie ich es gerade am Ende gemacht habe, einfach die Leichen bzw. die schlafenden Gegner da liegen lassen. Die anderen, die da was gesehen haben, die kommen dann automatisch zu diesen schlafenden Leichen. Und was macht ihr? Natürlich noch einen Pfeil reinhauen. Also super easy, ihr müsst quasi einfach nichts tun. Die Gegner abschießen, dann werden die angelockt, die anderen Gegner davon. Und dann macht ihr genau dasselbe, wartet kurz. Ich zeige euch das Gameplay, relativ fix, relativ easy. Verfolgt es einfach genauso wie ich. Achso, und die letzte Truhe befindet sich ein bisschen versteckt hinter einem Heuhaufen. Und zwar müsst ihr da einfach im letzten Areal nicht links zum Ausgang, sondern einfach rechts hinterm Heuhaufen. Und da habt ihr dann die Truhe. Relativ easy. Schaut euch das Gameplay an. Da muss ich nicht viel erzählen. Das ist super easy. Abwarten, ja. Analysieren die Gegner. Da muss man nicht viel machen. Macht es einfach genauso wie ich im Gameplay. Verfolgt einfach genau die gleichen Wege. Nehmt die gleichen Wege wie ich. Macht es genauso wie ich. Und dann habt ihr eigentlich kein Problem. Das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da würde es schwierig werden, ist diese Stelle hier, wo man den Pfeil oder den Kollegen nicht ganz trifft. Das ist ein bisschen tricky. Es kann ein bisschen nervig sein, weil ihr nach oben schießt, der Pfeil dadurch ein bisschen runterfällt. Aber wenn ihr das gut macht, dann trefft ihr auch den. Und alles ist cool. Also jetzt legen wir los mit dem Gameplay. Tor verleiht mir Kraft. Was ist hier los? Großartig. Huh?
Irgendwas stimmt nicht. Und ihr habt's gesehen, ich habe gerade mal 4 Minuten gebraucht für diese Challenge. Super easy, super entspannt. Ich hoffe, ihr konntet sie genauso entspannt lösen wie ich. Wenn nicht, dann schreibt mir gerne eure Problematik. Aber ich hoffe sonst, dass ihr die Goldmedaille bekommen habt. Und ich hoffe auch, dass ihr natürlich beim Abonnieren die Glocke aktiviert habt. Darüber würde ich mich wirklich freuen. Und das war's eigentlich von meiner Seite. Jetzt, morgen kommen dann die nächsten Guides. Und bis dahin, viel Erfolg. Bis denne, euer Pascal. Tschüss und ciao mit V.